Hallo, liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Charlie. Ja, ich gehe noch einmal in die Pilze. Und zwar bin ich hier wieder im Damloser Wald in Ostholstein. Sie haben jetzt Frost angesagt für nächste Woche. Auch soll das Wetter nicht mehr so gut werden. Da wollte ich da heute noch einmal gucken gehen. Ja, und dann nehme ich euch wieder mit und sage Trüff, Trüff. Natürlich ist auch wieder Trüffel dabei. Nicht? Und hier stehen schon riesige Steinpilze, nur mal. Aber der ist durch. Der Laubfall ist schon beachtlich. Ja, ein Sprichwort sagt ja, fällt im Oktober das Laub sehr schnell, ist der Winter auch zu schnell. Diese Gesellen heißen Hasenpfoten. Nun fragt mich nicht warum, sie gehören zu den Tintlingen. Ja, die nehmen wir mit, das sind Semmelstoppelpilze. Also ich mag die sehr gerne. Ja, und riesige Hallimasch wachsen ja auch. Ja, lilahütige Täublinge. Die werden gleich von mir probiert. Und wenn sie gut sind, auch eingesackt. Die Geschmacksprobe war positiv. Er schmeckt recht mild. Nehmen wir an, dass ein Frauentäubling ist. Und dann werde ich mir den in den Korb packen. An der gleichen Stelle finde ich Trompetenpfifferlinge. Wird auch so langsam Zeit, dass die kommen. Ja, man kann sie erkennen, sie haben Leisten. Und sie haben dann innen sind die hohl. Und dann sollte man die auch hinterher beim Verwerten immer längs aufschneiden, weil Schnecken mögen das auch, die kriechen da rein. Ich finde hier gerade noch eine wunderschöne Gruppe orangener Semmelstoppelpilze. So die zweite Art, die es davon gibt. Ein Perlpilz. Hier stehen riesige Nebelkappen. Die bleiben aber im Wald. Aber das sind keine sammelbaren Pilze. Trüffel. Ja, wäre schön, wenn du Trüffel ertrüffeln könntest, wa? Eine Gruppe Birnenstäublinge. Grünblättrige Schwefelköpfe. Ja, hier finde ich einen Steinpilz, der wie gemalt in der Landschaft steht. Ist schon ein bisschen grün, aber er ist auch sehr fest. Auch hier wieder Steinpilze. Da steht hier wieder auch ein paar Stück von. Natürlich was Feines. Immer wieder eine Freude, die zu finden. Ja, was haben wir da gefunden, Flo? So riechen die, die muss ich jetzt finden. Ein Fliegenpilz.
Ja, Pilze gibt ja noch ein paar. Soll man nicht klagen. Gut gefunden. Das sind übrigens graue Wulstlinge. Einige kennen den Unterschied nicht zwischen grauem Wulstling und Perlpilz. Also der graue Wulstling ist immer grau. Der Perlpilz, der hat immer eher was Rosanes an sich. Hier finde ich noch ein paar Rötelritterlinge. Also violette Rötelritterlinge. Die nehme ich noch als Krönung mit. Lila Lacktrichterlinge, hier wachsen noch welche. Eine Gruppe Nebelkappen. Ja, das sind alles alte Hallimasch. Ja, hier stehen Goldröhrlinge und daneben eine Grubenlorche. Zu den Raufüßen gehört hier die Rotkappe. Ein wunderbarer Pilz. Eine Marone. Ja, hier stehen Anis-Champignons. Schon mal einen abgeschnitten und auch dran gerochen. Also das Anis-Aroma ist schon hervorragend von diesen Pilzen. Ein schöner Abschlussfund für heute. Ein Steinpilz. Wunderbar. Ja, die sind doch tatsächlich noch mal im zweiten Schub gekommen, die Steinpilze. Das ist natürlich was Feines. So, das war's dann. Das Körbchen ist voll. Ja, ich sammle nie mehr als für den Eigenbedarf. Ja, also das reicht mir jetzt. Und dann wollen wir die Sache hier beschließen. Ja, das war's. Mein Korb ist voll. Ich möchte die Sache jetzt auch hier beschließen, weil mehr als genug sammle ich nicht, nur für den Eigenbedarf. Und das reicht mir also, was ich jetzt habe. Gut, ist schön, dass die Steinpilze noch einmal im zweiten Schub gekommen sind, hier im Dammloser Wald. Und jetzt fahren wir schön nach Hause und putzen die Pilze. Und dann kommen die ins Gulasch. Ein Teil. Ja? Also, triff, triff.